Das ist Gustav. Gustav muss ein Referat über den Bundestag halten, hat aber keine Ahnung, was es überhaupt ist. Kein Problem, Gustav, wir helfen dir. Okay, los, erklärt mal. Der Bundestag ist das Parlament der Bundesrepublik Deutschland und somit direkt gewählter Vertreter des Volkes. Der Sitz ist in Berlin, der Hauptstadt Deutschlands. Im Bundestag sind Parteien vertreten, die zum Beispiel deine Eltern gewählt haben. Derzeit sind das CDU, SPD, AfD, Die Linke, Grüne und FDP. Eine Legislaturperiode dauert 4 Jahre. Das heißt, die gewählten Parteien dürfen 4 Jahre regieren. Dann gibt es Neuwahlen. Check! Und wer genau arbeitet jetzt im Bundestag? Dort arbeiten 709 Abgeordnete und der Vorstand als Bundespräsident bzw. Bundespräsidentin mit seinem oder ihren Stellvertretern. Check! Und was sind die Aufgaben von diesen Leuten? Erstens Legislative und Gesetzgebung. Der Bundestag ist der direkt gewählte Vertreter des Volkes. Der Bundestag ist das Parlament und somit das wichtigste Organ der Legislative. Anders gesagt, Legislative bilden das Parlament. Diese Form nennen wir repräsentative Demokratie. Der Bundestag beschließt alle Gesetze und der Bundesrat wirkt mit. Es werden neue, überarbeitete Gesetze in den Bundestag in Form einer Debatte, Beratung oder Abstimmung über Gesetzesentwürfe eingebracht. Manchmal können diese aber sogar scheitern und das wegen dem Bundesrat. Check! Zweitens Kontrolle der Bundesregierung. Diese Aufgabe übernimmt die Opposition. Das sind Parteien, die im Bundestag vertreten sind, aber nicht an der Regierung beteiligt sind. Diese Abgeordneten nutzen Gremien, um die Regierung und Ausschüsse zu kontrollieren und um bei der Gesetzgebung mitentscheiden zu können. Check! Drittens Wahlfunktion. Eine weitere Aufgabe vom Bundestag ist es, die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler zu wählen. Unsere jetzige ist Angela Merkel. Die Wahl ist geheim und geschieht durch Abgeordnete von den Parteien. Check! Viertens, Bundeshaushalt. Stellen wir uns den Bundestag einmal als Firma vor. Wie jede Firma muss dieser also eine Übersicht an Ausgaben und Kosten haben. Dafür gibt es die Haushaltswoche. Dort wird festgelegt, wie viel der Bundestag ausgeben darf und wie viel ausgegeben wurde. Check! Fünftens, Artikulations- und Repräsentationsfunktion. Als Volksvertreter ist es die Aufgabe des Parlaments, mit dem Volk, also den Bürgern, zu kommunizieren. Wünsche und sogenannte Bürgeranliegen werden also artikuliert und umgesetzt. Check! Haben die Abgeordneten denn irgendwelche Privilegien? Ja, sie haben drei grundsätzliche Privilegien. Das erste wird Immunität genannt. Das bedeutet, dass ein Abgeordneter während seiner Mandatszeit nicht strafrechtlich verfolgt werden darf, sofern die Immunität nicht vom Bundestag aufgehoben wurde. Das zweite Privileg wird Indemnität genannt und steht dafür, dass die Abgeordneten nicht für eine Abstimmung oder Äußerung im Parlament strafrechtlich verfolgt werden dürfen. Als drittes und letztes Privileg zählt das Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, dass Abgeordnete selber entscheiden dürfen, ob sie über etwas Auskunft geben wollen, das ihnen im Vertrauen erzählt wurde. Check! Und was muss man tun, um in den Bundestag zu kommen? Um in den Bundestag zu kommen, muss man einer Partei angehören, welche die 5%-Hürde überwunden hat. Check! Was sind denn eigentlich Fraktionen? Eine Fraktion ist eine Zusammensetzung von mindestens 5% der Bundestagsmitglieder, welche meistens derselben Partei angehören. Im Bundestag gibt es derzeit 6 verschiedene Fraktionen, eine Fraktion für jede im Bundestag vertretene Partei. Ihre Aufgabe ist es, ein gemeinsames Ziel durchzusetzen. Die meiste Zeit arbeiten sie in den Ausschüssen. Check! Ja, und was sind jetzt schon wieder Ausschüsse? Kein Problem, Gustav, das können wir dir auch erklären. Man denkt ja an das Plenum, wenn man an den Bundestag denkt. Das Plenum ist aber sozusagen das Ende der ganzen Sache. Die meiste Arbeit findet in den Ausschüssen statt. In den Fraktionen werden Mitglieder in verschiedene Sachgebiete unterteilt, damit sie in den Ausschüssen mit anderen Mitgliedern anderer Parteien über Gesetzesvorlagen und Anträge in allen Details diskutieren können. Anschließend berichten sie ihren Fraktionskollegen, was besprochen wurde und wie sie im Plenum abstimmen sollten. Check! Und welche Rolle spielt der Bundestag im politischen System?
Der Bundestag beschließt alle Gesetze der Bundesrepublik Deutschland. Er kümmert sich um internationale Abkommen und Verträge, entscheidet über den Einsatz der Bundeswehr im Ausland und ist allgemein der Ort für politische Auseinandersetzungen in Deutschland. Check! Heute habe ich gelernt, dass der Bundestag das Parlament ist, sich dort die gewählten Parteien treffen und es Volksvertreter, die vom Volk gewählt wurden, gibt. Der Bundestag entscheidet über Gesetzesentwürfe, befindet sich in Berlin und es gibt 709 Abgeordnete. Danke, dass ihr mir das alles erklärt habt. Jetzt werde ich den Vortrag rocken. Wenn ich irgendwann wieder Fragen habe, wende ich mich an euch.